So, hallo und herzlich willkommen zurück in Banished. Ja, letztes Mal, was haben wir da gemacht? Wir haben diesen coolen Fischertypen Gebatter. Der ist jetzt auch schon in Dings, der arbeitet auch schon brav, dass er das mit den Feldern dauert ja relativ lange, also wie ich sehe. Gut. Firewood haben wir zum Glück genügend, das ist sehr gut. Und Essen auch derzeit noch, sprich wir werden aber trotzdem vielleicht noch da einen Fischer bauen, einen zweiten. Wenn es dann irgendwo Platz hat da. Achso, der muss gedreht werden. Ups. So, natürlich so gehört er gebaut. Jetzt ist nur die Frage, wie. Passt du da nirgends hin, da das scheiß Ding da? Aha, da geht's her. Okay, gut, das ist mir jetzt ehrlich gesagt etwas zu weit weg. Derzeit zumindest. Da habe ich einen. Habe ich hier was empfohlen bekommen, dass ich da. Gut hab's, das wollte ich eigentlich. Das vergesse ich auch jedes Mal wieder. Dass wir da so einen Dings bauen sollen für die. Achso, das habe ich ja schon gebaut. Der ist schon, da haben wir sie eh schon. Da bin ich blöd, heißt's. So, das bauen sie ja eh schon auf. Erst bin ich denn völlig beschissen da jetzt. Und 600 Kartoffeln haben wir eh noch. Was ist Headcode? Gut, werden wir wahrscheinlich eh nicht brauchen derzeit. Ja, ich würde sagen, da können wir ruhig einmal etwas schneller drehen, damit sich da was tut. Hoffentlich zumindest nicht, dass ich da einfach wie beim letzten Mal. Aber ich meine mal, dieses Mal habe ich das Ganze etwas besser arrangiert. Noch dazu spielen wir auf einfach. So, Logs brauchen wir noch. 30, sehr perfekt. So. Das wird auch schon da fertiggestellt, das Feld. Das ist sehr gut. Das ist natürlich auch so. Potenz 300, Gottes Willen, das geht aber ganz schön nach unten her. Gut, aber dafür haben wir jetzt hoffentlich alle genügend. Ja, das ist natürlich sehr schön. Fisch haben wir auch jetzt, neuerdings. So, da können wir wieder runterdrehen. Und da stellen wir dann Schafe ein. Was? Number of Animals to keep. Aha, da geht dann nur 4 auf 4. Okay. Na gut, geht nicht mehr. Wurscht. Stellen wir da einen Typen ein, der was das da betreut. Gut. Ja, das schaut einmal ganz in Ordnung aus derweil. Ich werde aber trotzdem vielleicht noch einen Fischer bauen jetzt. Auch wenn wir da nirgendwo Platz haben, aber. Na gut, eigentlich haben wir ja keine Leute mehr frei. Kommt mir gerade in den Sinn, oder? So, das ist jetzt auch bald fertig da. Gut, gut, gut. Da bekommen wir jetzt hoffentlich die Schafe da rein. Ich hoffe mal zumindest, dass da etwas weitergeht. Gut, Fisch bekommen wir mal auf jeden Fall einmal. Das ist schon sehr gut. Was haben wir hier? Aha, Resource Limit ist voll. Gut, das passt. Aha, jetzt kriegen wir da Korn oder wie? Bin gespannt, wie viel da rausgeht aus diesem Feld. Bin ich gespannt, was uns das jetzt einbringt, weil da werden wir gleich wissen, ob sich das auszahlt oder nicht. Die arbeiten ja doch relativ lange da drauf, so ist es mein Herzmann, perfekt. Gut. Okay, das hat halbwegs viel eingebracht, muss ich sagen. Bin ich überrascht. Ist ja ein sehr kleines Feld, aber für den Beginn hoffentlich wird es reichen. Ja. Ich habe auch gehört, man soll mehr Wudenhäuser bauen. Dass das vielleicht gar nicht so blöd wäre. Wir brauchen ja schließlich auch neue Bürger dann. So, da wird eh wieder Korn angepflanzt, das passt. Korn haben wir relativ viel jetzt, das ist sehr schön natürlich. Da können wir direkt etwas voranspulen jetzt da.
Nachdem wir jetzt hoffentlich genügend Nahrung haben. Aha. Nachdem wir jetzt hoffentlich genügend Nahrung haben, gehe ich zumindest einmal davon aus, ich hoffe, dass das die Wahrheit ist. Und da haben wir auf jeden Fall überall genügend Firewood drinnen, hoffentlich. Was? Reserve of Food is low. Aha, natürlich, okay, jetzt haben sie uns da wieder ausgeraubt. Und das alles verteilt jetzt hoffentlich auf die Häuser. Oder auch nicht. Wo auch immer dieses hingeliefert. Aha, da haben sie es hergeliefert, Korn, okay. Firewood, okay, gut. Gut, Food sollte aber hoffentlich auch noch kommen. Hoffentlich zumindest. Da wird jetzt eh abgeerntet, das ist sehr gut. Da wird hoffentlich auch, was auch immer da gemacht wird, das wird hoffentlich auch gemacht. Gut, gut, gut. Inzwischen können wir ja mal sagen, sie sollen da, ups, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Sie sollen da einmal etwas die Bäume weghocken da. Damit wir da etwas Platz bekommen. Den braucht man schließlich auch dringendst. Gut, aber soweit funktioniert das einmal noch alles ganz gut da. Gut, gut, gut. Dass wir da dann auch einen Weg bauen können da. So, Food is low. Na gut, das ist eh die ganze Zeit low. Aber immerhin bekommen wir da was raus auch. So, was haben wir da noch? Das sind die Steine, die tun wir auch noch weg da. Die liegen da auch etwas im Weg. So, wie schaut's aus? Okay, Fisch, das ist natürlich jetzt wieder schlecht. Weil wir da. Okay, aber sie haben das eh brav aufgeteilt, das ist jetzt im Glück gut. Und so. Gut, ich möchte wissen, was da jetzt eigentlich die Typen machen von den Feldern. Das würde mich einmal brennend interessieren. So, da pflanzen wir noch die Bäume weg da, weil die stören mich da irgendwie. Gut, gut, gut. Fisch haben wir zum Glück noch etwas. Aha, jetzt kommt der Winter, deswegen bauen sie da auch nichts an, das ist verständlich. So. Nearly Capacity, okay, also das ist voll. Das sehe ich eh da. Was kann man noch sammeln da alles? Roots and Berries, okay. Das könnten wir eigentlich da her pflanzen. Okay, das ist mir eh bewusst, dass das voll ist, aber das wird sich eh gleich wieder ändern. So. Gut, gut, gut. Du Small Hops. Vergesse immer die falsche Taste zum Drücken, also die richtige Taste zum Drücken. Okay. Gut, Fisch haben wir zum Glück noch genügend der Zeit. Da, wo es weitergeht oder nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe es einmal. Ich weiß ja nicht, was da dann rauskommt im Endeffekt. Deswegen bauen wir lieber noch mehr da dazu, dass sie da irgendwas pflanzen. Was anpflanzen, da das bringt sicher auch irgendwas. Natürlich haben wir einen Laborer mehr jetzt. Laborer, natürlich, nicht Laborer. Hört sich blöd an. Klingt aber so. Ist aber so. Gut, Potatoes. Okay, die haben eh genügend zum Essen. Da stellen wir jetzt einen so einen Typen ein da. Der da arbeitet. Aha, eins von vier, da können auch wieder natürlich mehrere arbeiten. Ist eh klar.
Gut. Ich werde trotzdem noch einen zweiten Fischer bauen jetzt da. Zur Vorsicht, wie viele Fishermen haben wir? Zwei. Okay, da können wir ja eigentlich dann noch mehr einstellen, damit da auch volle Auslastung besteht. Und dafür die Farmer da heruntersitzen. Das wäre vielleicht gar nicht einmal so eine blöde Idee. Mushrooms haben wir auch jetzt zum Fressen da. Sehr schön. Der hat eh nichts zum tun derweil. Wie viel haben wir da? Firewood 407. Gut, das dürfen wir nicht verpassen, dass da. Das soll, achso, das Lager ist natürlich zwar zu klein, wie ich sehe. Stockpile. Gut, das bauen wir vielleicht eher da auf dieser Seite herüber. Zweites Stockpile, damit wir da etwas aufrüsten können. Da setzen wir das Limit noch etwas hinauf. So. Aha, Onions, Mushrooms, Wool, cool, cool. Ist ja alles ganz interessant, was man da für Sachen bekommt. Also von den Schäfchen, da bekommt man Wolle oder wie? So wie es ausschaut. Gut, gut, gut. Da sitzen wir noch einen drauf an. Fisherman haben wir auch vier, sehr gut. Ja, das läuft ja eigentlich ganz schön da, muss ich sagen, jetzt. Finde ich sehr in Ordnung, zumindest hoffentlich. Ich meine mal zu glauben, dass das dort in Ordnung läuft. Die fressen da alles kreuz und quer durch, das passt auf jeden Fall. Und ja, sehr schön. Gut, jetzt schaut es wieder nach Frühling aus, oder wie? Sprich, da werden jetzt wieder die Felder da geerntet. Aha, so funktioniert das also. Gut, das ist ganz interessant zum Wissen. Setzen wir da noch einen an. Die arbeiten da brav, das ist sehr schön. Also ich hoffe mal, dass man sich dieses Mal nicht so viel Gedanken machen müssen um die Nahrung. Das hoffe ich zumindest einmal. Ah, der pflanzt da praktisch an. Okay, interessant. Gut. Bauen wir noch ein zusätzliches Haus. Ich habe gehört, wenn man mehr Häuser baut, dann kommen auch mehr Leute nach. Da haben wir doch schon einige dort. Roots. Okay, die Roots, kann man die auch essen oder nicht? Das ist die Frage. Gut, der ist jetzt voll da. Okay. So, Fisch produziert eh günstig da. Gut, die brauchen natürlich jetzt noch zum Essen, das ist eh klar. Aber das bekommen sie eh hoffentlich. Genau, Fisch und Firewood, sehr gut. Ups, 10-mal reicht fünffach auch. Ja, Firewood haben wir 600. Da würde ich sagen, wir setzen den einmal ab derzeit. Und sagen, wir lassen ihn noch, was haben wir da, 4 von 4. Da sollte man vielleicht noch einen zusätzlichen Fischer bauen. BZW ist da vielleicht oben sogar näher, gell, würde ich auch sagen. Und dann natürlich auch einen Weg dorthin. Beziehungsweise so in diese Richtung hin. So. Jetzt muss mich da mal etwas drehen, dass ich da das sehe. Da. So, das können wir wieder wegreißen. Da habe ich was zu viel gebaut. Da. Achso, da muss man weg. Da wegfahren. Da. Gut, da ist eh noch nichts. Okay. Perfekt. So, ich hoffe mal, wir leiden da nicht an Hunger. Derzeit noch nicht. Das ist zum Glück sehr schön. Vier Laborer. Gut. Für was man die Wool braucht, ist die Frage. Das frage ich mich. Aber ich denke mal, das werden wir bald genügend herausfinden. So, die haben eh genügend zum Fressen da. Berries,
Zeug haben die da drinnen, da, um Gottes Willen, hörst du, das ist ja viel zu viel, hörst du, was die alles fressen, das ist nicht mehr schön. So, aber gut, ja, ich würde sagen, das reicht aber eh für den heutigen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ich drehe noch kurz auf normal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ciao.